und herzlich willkommen wieder hier bei Andys World auf unserem Kanal. Ihr seht schon, ich stehe im Gewächshaus und ich hatte euch einen zweiten Teil versprochen, wie wir das Gewächshaus vorbereiten für nächstes Jahr. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran. Ich nehme euch mit. Auf geht's! Ja, so sieht das Gewächshaus jetzt noch aus. Die Erde, die ist sehr ausgetrocknet und auch sehr ausgelaugt. Was machen wir hier zunächst? Klar, wir werden ein bisschen freiräumen noch, die Tomatenstangen werden wir rausholen und dann werden wir jetzt hier Mist einbringen und werden den so ein bisschen untergrubbeln und dann werden wir hier ordentlich wässern. Also wir werden eine ganze Menge an Wasser reinbringen, einfach damit das richtig schön satt ist. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Mistholen. Ihr seht schon hinter mir, das ist der Misthaufen von unseren beiden Ponys. Da werden wir jetzt 4-5 Kahn uns holen und werden die im Gewächshaus verteilen. Richtig gute, satte Erde schon. Liegt jetzt schon, ja, ich glaube, 2 Jahre, 3 Jahre sogar schon. Das ist saftige Erde. Die lassen wir draußen. So, die erste Karre ist voll, die bringen wir jetzt weg. So, die erste Karre ist angekommen, die werden wir jetzt ins Gewächshaus verteilen. Thank you.
Karre ist leer. Zweite Karre holen wir jetzt und da machen wir jetzt erstmal so weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das Gewächshaus befüllen. Ja, so, jetzt haben wir die sechste Karre reingebracht ins Gewächshaus. Ich zeige euch das mal. So sieht das jetzt im Moment aus. Alle schön satte, dunkle, verrottete Erde. Das werden wir jetzt noch immer wässern über den Winter, richtig schön feucht halten, damit dann auch im Frühjahr rechtzeitig hier losgehen kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Kostenlos abonnieren. Unten seht ihr den Button auch. Hier oben zeige ich euch noch einige andere Videos, unter anderem auch den Teil 1, wie wir das Gewächshaus vorbereiten. Schaut auch unsere anderen Videos. Ich sage ansonsten tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye!